Hallo und herzlich willkommen zum Event Amethystbeschaffung in Gems of War. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich abschließen könnt. Wie immer am Anfang schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, vielleicht habt ihr schon einige Stufen freigeschalten, denn da bekommt ihr diese Woche die Token der Geister und ihr wisst, aus 3 Token bekommt ihr ein Abzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden der Geister und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe sehr. Und wie ihr seht, habe ich aktuell ein Abzeichen, das heißt, ich bekomme 40% mehr Zauberschaden. Im Shop habe ich die erste Stufe gekauft, das mache ich deswegen, weil ich den Trank der Verzauberung mag, denn damit starten die Kämpfe wesentlich schneller, weil alle Einheiten kontinuierlich Mana bekommen. Ein Siegel habe ich noch übrig, das werde ich gegen den Erzherzog Level 90 spielen. Die Gegnerreihenfolge in diesem Event ist folgende. Der Amethystriese bringt die meisten Punkte, gefolgt vom Erzherzog, dann kommt Medea und danach kommt schon Aborat, den seht ihr zum Beispiel hier. Als vorletzten Gegner würde ich an eurer Stelle immer Traxios nehmen. Und der letzte Gegner, der die wenigsten Punkte bringt, der heißt irgendwie CDHYRYZYX. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich werde euch aber die Gegnerreihenfolge auch nochmal im Kommentar anpinnen, sodass ihr in Ruhe nachlesen könnt. Ich spiele wie gesagt gegen den Erzherzog Level 90. Und zwar mit folgendem Team. Hier ist es. Als Klasse habe ich den Ritter. Als Banner habe ich das grausame Banner, da wir vor allem den Gelb brauchen und Lila. Wir haben kein Grün im Team, deswegen halt das grausame Banner. Vor allen Dingen wichtig ist doppelt Gelb. Ansonsten besteht mein Team aus folgenden Einheiten. Mein Helden, das ist mein Hauptmana-Produzent in diesem Event, und zwar der Dreschflegel. Er lässt 41 blaue Edelsteine explodieren und dann gewährt er allen Verbündeten von Schwertschneide einen zufälligen Statuseffekt. Und dann beschwört er halt auch noch eine Einheit aus Schwertschneide, falls mal Platz bei mir ist. Aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. An der Position 2 habe ich König Mikael. Er lässt eine Reihe explodieren, das heißt, er produziert auch etwas Mana. Und dann fügt er allen Feinden 41 Schaden zu und er verursacht 9 zusätzlichen Schaden, wenn er wütend ist. Und er wird wütend, indem er mit der dritten Eigenschaft, wütender Bär, einfach braune Edelsteine kombiniert und schon habt ihr einen wütenden König Mikael. An der dritten Position habe ich die Hohe Priesterin Zaxa. Sie fügt allen Feinden 44 Schaden zu, verstärkt durch gelbe Edelsteine und dann segnet sie halt alle gelben Verbündeten, das heißt, sie macht sie unempfindlich gegen negative Statuseffekte wie Verschlingen, Mana-Brand oder so weiter. Und wenn sie halt dran ist, beschwört sie halt auch einen Lichtsturm, das heißt, dadurch bekommen wir vermehrt gelbe Edelsteine. An der letzten Position habe ich Sir Quentin Hartley. Er verwandelt lilane Edelsteine in gelbe und grüne in Schädel und dann fügt er halt 2 zufälligen Feinden 40 Schaden zu, aber ihn habe ich vor allen Dingen wegen seiner dritten Eigenschaft Greifkommandant drinne, denn da starten alle Ritter den Kampf mit 50% Mana. Und wir haben insgesamt 3 Ritter bei uns im Team, nämlich König Mikael, der Held, plus halt Sir Quentin Hartley. Der Hohe Priesterin ist leider kein Ritter. Aber selbst sie wird sehr schnell voll, da wir das Banner auf Lila mit haben. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Und wie genau das Team funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand des Erzherzogs Level 90. Okay, da haben wir wieder mal einen Raben. Das kann man ja nicht wissen. Am Anfang immer versuchen, Schädel mitzunehmen, wenn ihr sowas seht. Ansonsten Vierer-Kombos, beziehungsweise Rot oder Gelb, damit oben die erste Einheit schnell voll wird. Wenn ihr da natürlich Gelb zur Verfügung habt, dann nehmt Gelb, weil ihr wisst, das Banner hat doppelt Gelb. Ist eine von den 2 Einheiten in der Mitte voll, sprich der Mikael oder unten unsere dritte Einheit, dann spielen wir sie einmal. Und ihr wisst, bei Mikael, er lässt halt eine Reihe explodieren. Und da könnt ihr schon gucken, wie ihr Mana produziert. Zum Beispiel brauchen wir jetzt halt Lila, damit die dritte Einheit schneller voll wird. Also spielen wir sie. So. Ist die dritte Einheit voll, spielen wir sie auch einmal. Und schon geht es dann weiter mit den Dreschflegeln. Und damit laden wir dann die anderen Einheiten schnell wieder auf. Und wenn sie voll sind, Wutschäden nehmen wir mit. Spielen wir sie und dann ist der Kampf relativ schnell erledigt. So, jetzt habe ich noch 2 Siegel bekommen. Das spiele ich nochmal gegen den Erzherzog. Übrigens, das ist der Gegner, den ich nicht aussprechen kann. Da habe ich keine Ahnung. Deswegen den immer als letztes angreifen, wenn keine andere Auswahl da ist. Rot mitnehmen. Dann haben wir hier unten schon ein bisschen Gelb. Mikael ist voll. Gucken wir mal.
Können wir hier zum Beispiel machen. Trash-Pflege spielen, wie gesagt, sobald der voll ist, dass wir halt dann mit den anderen Einheiten schnell auffüllen können. Und schön. Mal wieder aufladen, aufladen, aufladen. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.